Ja, hallo zusammen, hier ist der Fluxkommissar 70, ich bin ein weiterer Gastreplay und ich habe wieder einen neuen Mitspieler auf meinem Kanal. Ich habe mir dieses Reply stibitzt aus der Facebook-Gruppe World of Tanks Germany. Und zwar sehen wir hier den Zwergenwerfer 3000 aus dem Clan-BIP unterstrich mit dem Super Conqueror 10er Heavy der Briten. Ich glaube, so viele Replays hatte ich noch, 1, 2, glaube ich, mit Super Conqueror. Ich weiß es noch gar nicht. Vielleicht ist es auch das erste. Jedenfalls hier im 10er, 9er Battle und wir haben hier 6 10er und 9 9er. Darunter 4 Heavies, 4 mittlere Patzer, 5 TDs, ein Light und einmal die Arti. Ja, Munitionsverteilung hat er hier 15 Mal AP mit 400 durch, Damage und 259 Durchschlag. Und 21 Mal ABC Premium Munition. Die hat er schon vorgewählt für den zweiten Schuss wahrscheinlich mit 326 Durchschlag. Und dann viermal die Hash-Sprenggranate mit 515 Damage, 120 Durchschlag. Somit ist auch die 120mm Kanone gut bestückt. Da gab es den ersten Schuss auf den FV-215B. 10er Heavy, nicht zu verwechseln mit dem Kinderwerfer. Da ist noch ein M60 oben, kraxelt da am Bergchen rum und bekommt einen schönen Hit rein zur Begrüßung. Jawoll, das gibt Frischluft an die Füße. Eine Menge prallt schon mal bei ihm ab. 1590 schon mal gebounced, 1245 da Schaden. Und der nächste Bouncer und der M60 holt sich nochmal ein Stück ab. Wunderbar. Das fängt ja gut an hier, teilt er gut aus. Nächster Schuss in den FV-215B. Da muss es doch ziehen in der Bude. Und noch. Oh, die sind zu zweit. Ist das hier ein Doppelplatt? Oh, der FV-215B Doppelplatoon. Und der nächste Treffer. Ja, das geht ja hier Schlag auf Schlag. Ist schon bei 3000 Damage und 2900 geblockt. Und da steckt er den FV-215B an. Gibt es auch noch ein bisschen Barbecue. Und da guckt der Blöde. Und der nächste Schuss. Tja, jetzt gebounced. So, M60 penetriert ihn mit 396. Was macht er denn hier unten? Und der T-57 Heavy holt sich auch nochmal ein Stück ab. Da gab es ja fleißig Aufklärungsschaden. Hat die Arti wohl reingehalten, so wie das aussah. Ich guck mal schnell. Nee, okay. Wir machen jetzt aber hier weiter. Ja, kleines Red Kit, automatische Feuerlöscher, kleines Meat Kit. So, Tortoise kommt da. Schön in die Capola rein. Und da klingelt der FV wieder an. Was will der FV uns sagen damit? Und der T57 auch. Alle drücken sie die Türklingel und keiner kommt beim Zuckerkonqueror rein. Und tja, nächster Schuss in den V250B, der landet es einfach nicht. Ja, die Granate wollte die Capola nicht treffen. So ist das manchmal dann auch. 4884 Damage, 5000 geblockt, also Wahnsinn. Unterstützungsschaden 2383. Das sind doch Zahlen hier. Da freut man sich doch. Eine Mission, gucken wir gleich mal. Steht er als 5:2 und der V215B wird weiter abgeknabbert. Und mit dem nächsten Schuss ist er raus. Kaum ausgesprochen ist es. Ist es soweit? Erster Kill. Jetzt der Zugpartner von dem anderen FV kriegt auch nochmal den Rest dazu. Ja, jetzt prallt ab, war ein ungünstiger Winkel. Jetzt fahren sie, ja, da fährt er runter und da konnte natürlich der FV zurückschießen, ihn in die Ober- oder Unterwanne treffen. Jetzt geht's face to face weiter. Wird er angerempelt hier von dem Phase 1. Nicht so nett. Fängt sich dadurch noch eine und fängt sich noch einen Schuss für den FV. Das gibt's doch nicht. Ja, 777 Hitpoints bleiben hier noch stehen. Der Fahrer ist noch aus dem Leben gekloppt. Den muss er noch wiederholen, aber erstmal muss er sein Medkit ziehen. 7 Schuss AP, 4 APC Premium Munition hat er noch und die 4 HE.
Hash meine ich. 19.2 steht es. Wir gucken mal schnell nach der Mission. Das ist SP15, gehärteter Stahl in Richtung T55A. Ja. Somit haben wir die Mission auch abgetan. Können wir noch ein bisschen was zum Panzer sagen? 2,3, nein, stimmt gar nicht. Eins tiefer ist es. 1,9 Sekunden Einzielzeit. Reloadzeit haben wir hier 7,15. Eine Gunmarker drauf, habe ich schon gesehen. 34 km/h fährt er dann normalerweise vorwärts, der Supercon, aber hier durch dieses Valley nicht. Haben wir noch T110E3. Schön in die Unterwanne. Also diese Reload-Time von der 120 mm Kanone ist schon krass. Ja. Alle 7 Sekunden prügelt der 400 Damage raus, wenn er penetriert. So, der ist Geschichte. Und raus mit ihm, zweiter Kill. 13:4 steht es. Wir haben 7.953 Damage. 5.089 geblockt, 2.558 Unterstützungsfeuer. Und dann nimmt er den dritten Kill auch noch mit. Und wir sehen uns in den Stats. Jetzt geht's aber ab hier. Schön war das. So, dann kommen wir zu den Stats dieser hervorragenden Runde. Also ich fand die sehr schön. Also schöner Panzer, schöne Tarnung drauf, ne? Und ordentlich Damage. Und die Überschrift sagt es auch schon aus, aber ich zähle mal vor hier oder lese mal vor. Das ist das Panzerassammer-Speer, Schläger, Schellproof für mehr geblockten Schaden als Hitpoints, das Wirkungsfeuer. Und dann haben wir 183.845 Credits, XP kommen wir später, 7 von den Anleihen, Großkaliber und die Stahlwand, dann geben wir einen Teamscore. 8050 Damage, 3 Kills, 1472 Basis-XP, aber wir sind gespannt auf den Report hier. 31 Mal geschossen, 28 Mal getroffen, 22 Mal geschlagen, 5980 geblockt, 2558 Unterstützungsschaden, macht einen kombinierten Schaden, wie er vorne geschrieben hat, von 10.500. Ganz zusammengerechnet sind sogar 10.600. Ja, und ja, gefahren ist eigentlich viel. 800 Meter durch das Valley da, ne? Dafür gab es 79.230 Credits. Dann das persönliche Missionsbonus hier, 65.000 dazu. Abzüglich Repair und Munition bleibt dann plus von 64.477 Credits über. Und das Ganze in der Mini-Zeit von 6 Minuten 22, also 10.000 Schaden, ne? Also jede Minute 1.000 Damage. Nicht schlecht, ne? Und dann kombiniert 10.000 Damage. Das ist schon ordentlich. Ja, dann die Basis-XP mal 4. Ach ja, wir haben jetzt hier mal 4 am Wochenende. Ja, ich spiele zurzeit ja nicht. Und dann kommen eben 8.832 XP zusammen und 440 freie Erfahrung. Ja, schöner Panzer, wirklich schöne Runde. Das hat mir richtig gut gefallen und ich hoffe, es euch gefällt es auch. Und ich hoffe, er freut sich auch über dieses Video. Ja, ich sage dann ciao, bis zum nächsten Mal.